Willkommen zu einer neuen Folge Torna the Golden Country. Und für die heutige Folge, denke ich mal, werden wir uns eine Nebenquest vornehmen und die abschließen und danach vielleicht das ein oder andere Gespräch noch führen. Ich würde sagen, hier, die Textilhändlerin ist gleich in der Nähe, deswegen sprechen wir mal mit ihr. Oh, Bibi. Keine Kunden, nichts zu tun. Nu, willkommen bei Obibis Textilien. Nu, Freunde sind gar keine Kunden. Nur gucken geht nicht, hat Obibi keine Zeit für. Was hört Obibi da? Obibi sieht doch sowieso nicht beschäftigt aus. Geht Freunde überhaupt gar nichts an. Aber Freunde haben nicht ganz unrecht mit Beobachtung. Niemand interessiert an Waren von Obibi. Geduldsfaden ist ein Ende von Fahnenstange. Besonders Noppern gucken schöne Waren nicht mal mit Popo an. Vielleicht sollte Obibi Laden zumachen. Wenn Obibi nur zündende Idee hätte, die Geschäft belebt und Gübel voller Katsching einbringt. Nu, Obibi hat Idee. Obibi hat neulich unbekannten Jungpon gesehen, muss neu in Stadt sein. Aber so jung an Jungpon und schon ganz allein auf Reisen? Gibt nur eine Erklärung. Muss Jungpan von Noppon in coolster, supitollster AG von ganz Allrest sein. Voltis AG. Wäre toll, wenn Freunde Jungpan nach Idee fragen könnten, wie Obibi Rucki Zucki Kaching scheffeln kann. Obibi wartet hier auf gute Nachricht. Hat ja sonst nichts zu tun. Neues Geschäftsmodell. Angenommen. You scratch our backs and we'll scratch yours. What? Ihr kratzt unseren Rücken? Und ich kratze euren Rücken. Okay. Ah, wenn's mal juckt. Einfach mal Minoff fragen. Gut, ich denke mal, Ausrufezeichen ist unser Questziel. Ich glaube, ich hatte den sowieso schon gesehen, diesen reisenden Jungporn. Deku Deku. Ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, der erinnert mich so ein bisschen vom Namen her an den Deku-Baum aus The Legend of Zelda. Nu, was wollen Freunde von Deku Deku? Ist wahr, Deku Deku ist auf Reise durch Alrest, um Werbungsreklame für Voltis AG zu machen. Ist traditioneller Ritus. Sieht vielleicht nicht danach aus, aber Deku Deku trägt Zukunft von Gilda auf klitzekleinem Rücken. Braucht junge Händler wie Deku Deku, damit Bling Bling Gatsching fließt. Nu, Freunde wirken, als hätten Freunde etwas auf dem Herzen. Textilladen also ohne Kunden, braucht Gatsching-Spritze? Ist interessanter Gedanke. Perfekte Gelegenheit, kaufpornisches Geschick zu testen. Aber geht nicht von heute auf morgen. Guter Klingelklassenplan. Braucht Zeit. Weg zum Erfolg ist steiniglich hart. Schnell, schnell, reich werden ist Käse. Auch wenn lecker klingt. Deku Deku geht dann mal los. Mit Textilhändlerin reden. Situation vollständig komplett erfassen ist Schlüsselkey für erfolgreiche Business-Transaktion. Deku Deku checkt Option und meldet sich dann nach Rückkehr bei Freunden. Na dann, check mal die Option. Neues Geschäftsmodell. Also, mal schauen, was wir für das neue Geschäftsmodell machen müssen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir Laufbursche spielen müssen. Ist ja meistens so. Andere wollen das Geld scheffeln und wir müssen es erledigen. Da. Zack. Nicht zu glauben. Tragen von Kleidung ist essentiell wichtiger Teil von Strategie. Hm, worüber streiten die denn? Händler verkauft Klamotten und ist dabei selbst nackt wie Nudel. Hat Deku Deku ja noch nie gesehen. Aber ist Obibis Stil. Ist nicht nur Mode, ist Lebenseinstellung. Ah, Kunden von neulich. Ist gut wiederzusehen. Ist alles in Ordnung? Es klang so, als würdet ihr euch streiten. Ja, vielleicht können Freunde Disput in wohliges Wohlgefallen auflösen. Freunde haben freundlicherweise Jungporn von Voltis AG um Hilfe für Obibi gebeten, ja? Ist tatsächlich weiser Jungporn, gibt prima prächtigen Rat. Aber Deku Deku behauptet, Obibi ist schuld an wenig Nachfrage, weil Obibi keine Klamotten... Weil Obibi ohne Klamotten verkauft. Sehr unhöflich von Deku Deku sowas zu sagen. Ist vielleicht unhöflich, aber ist nackte Wahrheit. Nackter noch als Obibi.
Deku gibt ja zu. Obibi hat Deku feine Waren gezeigt. Gibt nichts an Produktqualität zu mäkeln. Große Mühe um hohe Qualität ist glasklar wie Kloßbrühe. Braucht nur kleinen Schubs, um Produkt zu schaffen, das Noppon von nah und fern begeistert. Könnte Hit werden. Aber vorher muss Besitzerin von Lagen Hosen anhaben und was anziehen. Modebewusste Noppon sind kritisch bei Kleidung. Wenn Obibi selbst Sachen nicht trägt, gibt keinen Grund zu kaufen. Einen Moment, da ist schon was dran, klar. Aber denken wir mal darüber gründlich nach. Lass dir von keinem sagen, wie du dein Leben leben sollst, Obibi. Trag einfach, was du willst. Oder, eben nicht. Naja, nicht jeder ist da so liberal wie du. Ihr seid gerade keine große Hilfe. Zuerst brauchen wir eine Entscheidung darüber, welches Produkt überhaupt herausgebracht werden soll. Damit es beliebt wird, bräuchten wir etwas Trendiges. Was meint ihr? Kann sein. Aber ich weiß nicht besonders viel über Noppon-Modetrends. Ich doch auch nicht. Ich rate ja selbst nur. Also, keine Lösung in Sicht? Nu. Deku, das war doch dein Name, oder? Ja. Du reißt uns zwar nur bis an die Knöchel, aber du bist Mitglied der Voltis AG, stimmt's? Da müsstest du doch am besten wissen, was sich gut verkauft. Ah, wir nutzen das Wissen, das er von der Voltis AG hat, um zu sehen, was ankommt. Gefällt mir. Guter Einfall, Minov. Wartet kurz einen Moment, Freunde. Deku muss nachdenken. Nu? Deku weiß wieder. Noppon-Hüte sind gerade letzter Schrei bei Bekleidungssparte von Voltis AG. Und in Torna gibt's noch nicht viel Noppon-Handel. Wenn Obibi Markt mit schicki Hüten bedienen kann, macht Obibi vielleicht großen Batzen Gatsching. Klingt wie unglaublich gute Idee. Obibis Textilien hatten schon Hüte im Sortiment, ist also kein Problem. Und bei Hüten fällt Kunden Nackedei-Händlerin wahrscheinlich nicht so sehr auf. Obibi zeigt sich, wie Natur-Obibi schuf und ist stolz drauf. Gut, Problem geklärt. Brauchen dann als erstes Testprodukt. Gerade in Mode sind niedliche und lässige Hüte. Niedliche Hüte sind für gewöhnlich gehäkelte Mützen und machen Noppon extra knuffi-putzig. Und lässige Hüte wären zum Beispiel einfache Kappen, die mit besonderem Detailblick auf sich ziehen. So ungefähr sieht aus, aber beide Stile garantiert Hit bei Noppon. Wie viel Material bräuchte Obibi für gerade erklärtes Zeug, so ungefähr annähernd geschätzt? Nu, Obibi braucht erstmal Gedankenzeit. Niedlicher Stil, lässiger Stil. Obibi hat jetzt ungefähre Vorstellungen, ja. Das war ja mal schnell. Sie muss ziemlich gut sein. Sie muss ziemlich gut in ihrem Handwerk sein, auch wenn sie nackt ist. Hier kommt Liste mit benötigtem Material, also gut zu hören. Für niedliche Mütze braucht Obibi 4 Baumwollzweige, 2 Bündel Engelssalbei und eine rote Sonnenblume. Und für lässige Kappe 4 Ranken von Helix Efeu, 3 Panda-Pfeilchen und einmal Wildwuchsdünger. Gibt Materialien nur in Torna und Gormod. Freunde müssen also beide Orte besuchen. Damit ist hier erstmal alles fix und erledigt. Freunde müssen nur noch Material ranschaffen. Hüte müssen produziert werden. Laden muss wieder auf beide kommen. So, neues Geschäftsmodell. Ziele. Und? Haben Freunde alles gefunden, was Obibi für Hutmachen braucht? Cool, ich hab alles. Nice. Niedliche Mütze, lässige Kappe. Beeindruckend. Ja, sollte mehr als nur ausreichend genug sein. Zeit, Ärmel hochzukrempeln und Flügel wirbeln zu lassen. Tada! Obibi stellt Muster A und Muster B vor. Jungpan muss Hut später noch prüfen, aber Freunde sollen erstmal wählen, welcher Hut Hit werden soll. Was? Wir sollen das entscheiden? Bist du dir da sicher? Wir haben doch keine Ahnung.
Ist schon gut. Freunde haben geholfen und alles erst möglich gemacht. Ist also nur logisch klar, dass Freunde über finales Produkt entscheiden. Wenn du das so sagst, dann sind wir natürlich dabei. Zuerst zeigt Obibi niedliche Mütze. Sieht ja gut aus. Was denken Freunde, sieht gut aus? Und nun lässige Kappe. Sieht auch gut aus, aber die andere, das erste war witziger. Nu. Jetzt müssen Freunde Entscheidungen treffen. Welcher Hut soll Produkt werden? Hier, niedliche Mütze. Wahl ist ausgezeichnet. Niedliche Mütze geht in Produktion. Deko Deko geht nun mit Hut auf Stabgewusel rumspazieren und sammelt Meinung auf Straße. Obibi sollte anfangen, Hüte für Verkauf zu produzieren, so viel wie möglich. Nu, Beliebtheit schießt durch Dach. Noppon reißt ein Produkt ratzfatz aus Regalen, hat Obibi noch nie gesehen. Verkauf bringt Riesenbatzen Kaching, ganz bestimmt. Kann Freunden gar niemals nicht genug Danke sagen. Ach, passt schon. Die Voltis AG ist ja nicht gerade ohne so ein junges Mitglied und schon so viel Verständnis fürs Geschäft. Deko Deko hat große Pläne, Freunde. Deko Deko macht aus Laden beliebtesten Laden in ganz Torna. Freunde werden schon sehen. Wir freuen uns schon, aber seht zu, dass ihr euch vertragt, ja? Ist kein Problem, Obibi muss nur was anziehen. Ah, Obibi steckt gleich Socke in vorlautes Mundwerk. Tja, dann. Obibis Geschäft läuft, unsere Arbeit ist hier getan, würde ich sagen. Sieht so aus. Keine Einwände. Obibi sagt, jetzt braucht nicht Ladenhilfe, sondern Obibi selbst persönlich. Okay. Ansehen gestiegen. Einwandfrei. I do only what His Majesty asks of me. Oh, sogar zwei Personen. Sehr gut. Neues Geschäftsmodell. Abgeschlossen. You can rest easy now. Amulette Schwertes, Spektralharmonie ausweichen. Okay. So. Okay, jetzt machen wir mal hier, würde sagen, ein paar Gespräche, oder? Nu, war so gruselig, gruseliger als Supergrusel-Albtraum. Gibt sicher kein Mitglied in Voltis AG, das so schlimme Erfahrungen gemacht hat wie Deku Deku. Doch dann, in größtem Gruselmoment, hatte Deku Deku plötzlich Erinnerungen an Papapon und Mamapon im Kopf. Seitdem will Deku Deku Papapon und Mamapon wiedersehen. Aha, dann muss er irgendwas Schreckliches erlebt haben. Meiste waren vor Obibis Laden zu Asche verkokelt. Produkte waren nicht sehr beliebt bei Noppon, wohl aber bei Leuten von Handelskammer. Wenn Obibi an Handelskammerleute denkt, dann sehr dankbar, aber nicht glücklich darüber, wieder bei Null anfangen zu müssen. Nu? Nein. Obibi keine Null. Besser zuhören. Ach ja, Produkte im Lager wahrscheinlich noch intakt. Obibi gibt alles, damit Geschäft wieder floriert. Aha, okay. Aber die haben jetzt auch die Mützen auf, ist ja niedlich. Mich würd mal interessieren, was passiert wäre, wenn wir die coole Mütze genommen hätten. Okay, sprechen wir mal mit Sarah. Ich habe Oresco noch nie in einem solch schrecklichen Zustand gesehen. Und als wäre das nicht genug, verfolgt mich in letzter Zeit so ein Kerl. Das brauche ich gerade überhaupt nicht. Bis in den Laden folgt er mir. Ein wandernder Bade oder sowas. Der soll mich in Ruhe lassen. Er ist zufrieden, wenn ich ihn anblaffe. Und selbst kaltes Schweigen steckt er locker weg. Was soll das? Er scheint immerhin nicht gefährlich oder so zu sein. Trotzdem will ich mit ihm nichts zu tun haben. Ich mag keine Menschen. Ich will einfach nur meine Ruhe. Wie kann man das ihm klar machen? Es ihm einfach sagen.
denn das für ein Motiv? Okay. Na, okay. Ja, ich war gerade überlegen, ob man die Kamera in irgendeiner Weise nochmal anders positionieren kann. I am grateful to greet another day. Kann. So, what's on today's schedule? Aber ging gerade nicht. Fischhändlerin. Chica. Als ich gehört habe, dass Fädley angegriffen wurde, habe ich gedacht, dass mich das ja nichts angeht. Dann war ich schockiert über meine eigene Herzlosigkeit. Ich war nur froh, dass mein Zuhause nicht betroffen war. Aber das hat sich geändert. Ich will nicht mehr so gedankenlos sein. Apropos gedankenlos, mein Mann ist wieder fischen gegangen und noch immer nicht zurück. Wenn der wiederkommt, dann kriegt er aber was zu hören. Ihr Mann ist beim Fischen und noch nicht wieder da. Vielleicht ist ihm was passiert. Wer weiß. Mauna. Verflucht sei dieser Aegis-Typ. Die Schäden an der Stadt sind ja das eine. Aber schlimmer ist, dass er eine Klinge ist. Eine Klinge, die Menschen angreift. Versteht ihr, was das bedeutet? Auch in Torna sieht nicht jeder Klinge als gleichberechtigt an. Und so etwas gibt ihnen kräftig Aufwind. Wie nennen sie sich noch? Genau, die Gegner Adams. Eine ganz gefährliche Ideologie haben die. Auf jeden Fall dürfen wir nicht zulassen, dass dieses schöne Land auseinanderfällt. Weise Worte, alte Dame, weise Worte. Hier, Instrumentenbauer. Die Angriffe erfüllten uns mit überwältigender Sorge und Verzweiflung. Um uns also aufzuheitern, gaben die reisenden Musiker Leo und Azan eine herausragende Vorstellung. Sie boten alles von bekannten Tornaliedern bis hin zu Weisen aus fremden Ländern. Es rührte mein altes Herz. Als ich der Musik lauschte, verließen alle Gedanken an Monster oder den Angriff meinen Kopf. Es lag sicher daran, dass die Musiker ihre Liebe zur Kunst mit uns teilten. Es brachte uns alle zusammen. Ihre Vorstellungen riefen mir wieder in Erinnerung, welche wundersam einigende Kraft die Musik besitzt. Ich hoffe, wir können bald wieder in unbeschwerter Stimmung ihre Musik genießen. Ach ja. Die erzählen jetzt alle von dem Angriff von Malos. Sekretärin Popolo. Schwarz-dunkle Monster haben alles kaputt gehauen. Popolo sehr traurig. Marktstraße wie Popolos zu Hause. Dann alle aus Marktstraße zusammengekommen, um zu helfen. Jetzt ist Ort fast wie früher und Popolo ist auch wieder wie früher. Fast. Aber immer noch wegen Chef Moromu besorgt. Ärger und Sorgen machen Feld kaputt. Fällt büschelweise aus. Chef bald ganz kahl. Eigentlich möchte Popolo Chef gern mal so sehen. Vielleicht steht Karlheit Chef ja gut zu Gesicht. Hupsi, Popolo abgeschweift. Nächstes Mal arbeitet Popolo doppelt hart, muss Marktstraße beschützen und Fell von Chef. Na, wer ist denn sein Chef? Ach da, Moromu. Er sieht aber nicht so aus, als würde er Fell verlieren. Sorrel, die weint ja schon wieder. Ich fürchte, das Restaurant geht den Bach runter und ich gleich mit. Kaum, dass ich Mama und Papa in Porton verloren habe, wird auch noch Auresco angegriffen. Ich denke immer daran, wie sehr die Aegis meinen Eltern wehgetan haben muss, wie sie gelitten haben. Und während ich daran denke, kann ich natürlich nicht kochen. Ohne Kochen kein Restaurant. Das muss ich akzeptieren. Ach ja. Ich habe schon 100-mal gedacht, es wäre aus mit mir. Auresco hätte komplett vernichtet werden können. Allein der Gedanke.
Was für ein Glück, dass die legendäre Kochkunst Thorners nicht aus den Geschichtsbüchern getilgt wurde. Das ging ja nicht. Wir müssen die Reife und Subtilität dieser Cuisine für künftige Generationen bewahren. Das jedenfalls ist mein Ziel und ich werde alles tun, um es zu erreichen. Ich mag nur ein Mann sein, doch als Genussspezialist werde ich den Kampf bis zum bitteren Ende durchstehen. Wandergummi. Ich bin ein Gourmetle. Meine Güte. Die Stadt wird angegriffen und er hat nur Fressen im Kopf. Aber auch solche Leute muss es geben. Meiner Meinung nach waren alle bei der Verteidigung der Stadt großartig, aber meine Meinung ist unwichtig. Aber eines ist sicher, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ihr nicht hier gewesen wärt. Ich musste zwar hier bleiben, aber es heißt, Onyx-Truppe hätte beim Aufräumen sehr geholfen. Ja, sicher, es geschah auf Befehl des Königs, aber trotzdem war es ausgesprochen nett von ihnen. Normalerweise stehen diese Klotzklöpfe nur dekorativ in der Landschaft herum. Tja. Die brauchen halt jemanden, der sie zum Handeln bewegt. Handeln aus eigenem Antrieb ist öfter schwieriger, als man denkt. Flötenspielerin. Große Einaugmonster, so fürchtergruselig. Rikyoko ängstlich, aber alle anderen auch ängstlich. Und Rikyoko dann noch ängstlicherer. Brauchen Musikanten in solchen Zeiten trösten Seelen mit Klingeling-Musik und lieblichem Singgesang. Rikyoko will helfen und Flöte pusten, aber zu schüchtern, allein zu spielen. Na, sie spielt doch gerade. Was ist da los? Vielleicht müssen wir ihr auch ein paar Badenkumpanen besorgen. Töpferin Michelle. Es ist immer schwer, sich von einem beliebten Menschen zu verabschieden, gerade wenn der Tod zu früh kam. Aber auch das kürzeste Leben hat die Welt und alle darin in irgendeiner Weise beeinflusst. Ich vertraue den Lehren von Indol, nach denen alle Seelen errettet werden. Der Tod ist traurig, aber kein Grund zur Verzweiflung. Selbst in dunkelsten Zeiten finden wir die Erlösung. Wir müssen nur beten, dass wir den Pfad zur Erlösung eher früher als später finden. Also eine äußerst gläubige. Leo und Azam. Die Lage sah ganz schön verzweifelt aus und da habe ich gemerkt, dass man genau dann die Musik braucht. In Zeiten der Verzweiflung kann Musik anders als bloße Worte direkt zu den Herzen sprechen. Ich bin nicht stark genug, um Trümmer wegzuräumen, aber meine Musik kann die Herzen der Leute leichter machen. Wenn meine Musik die Last vom Herzen meiner geliebten Sarah nehmen könnte, ich wäre ein glücklicher Mann. Sarah? Wer ist denn das? Leo war schon immer ein wenig schräg drauf, aber seine schiere Willenskraft hat mich dann doch überrascht. Als dieser Malos angriff, dachte ich, ich sterbe auf der Stelle, aber Leo? Kein Gedanke. Er sagte, gerade jetzt sei Musik besonders wichtig und dass wir nicht tatenlos herumstehen könnten. Und dann ging alles so schnell. Wir haben den Leuten geholfen, die wie kopflose Hühner zu fliehen versuchten. Und auch jetzt helfen wir. Wir spielen für verängstigte, weinende Kinder und für traurige Erwachsene. Vielleicht kommen wir nicht zu allen durch, aber Leo hat mir gezeigt, dass es das alles trotzdem wert ist. Ein Dream Team. Jetzt brauchen sie nur noch die Noppon Kleine, die da Flöte spielt. Dann sind sie ein Trio. Oh Junge, habt ihr vielleicht ein Glück? Warum? Das fragt ihr noch. Ihr habt mich getroffen. Hier und heute. Ich habe ein Geschenk für euch. Und zwar Infos, ganz heiß und frisch. Wusstet ihr, dass es in jedem Gebiet in Dornat Steintafeln gibt? Es heißt, wer sie alle findet, bekommt jeden Wunsch erfüllt und kann sogar jemanden wieder zum Leben erwecken. Wenn ihr sie also alle findet, habt ihr vielleicht sogar noch mehr Glück als jetzt gerade? Ich als Profi-Abenteurer habe sowas natürlich nicht nötig. Ja, genau. Mumimi. Piritium AG.
Nach großem Angriff, große Warenknappheit. Ist schlimmes Problem für viele, viele Leute. Daher hat Mimi Pyritium AG gebeten, Versorgungspakete zu senden. Kostenlos, Mimi macht möglich. Zu großzügig für Mimi, sagen Freunde. Nun, Samut an Armporn zu geben, ist Familientradition von Mimi. Kommt Freunden komisch vor? Versteh nicht? Ah, hat ganz konkreten Hintergrund. Vielleicht irgendwann in Zukunft, Mimi ist auch Armporn. Freut dann über Samut von Freundporn. Tja, weit gedacht. Und dann sprechen wir noch mit Clark, dem faulen Soldat. Dieses Lagerhaus wurde auch beschädigt, aber zum Glück haben die meisten Waren darin alles gut überstanden. Der König hat verfügt, dass die Nahrungsmittel und Medizin hier im ganzen Land verteilt werden. In Zeiten wie diesen müssen auch Faulpelze wie ich über sich hinauswachsen. Es geht um Menschenleben. Aha. This is new. This place would make a perfect base of operations. Ja. So. This takes me back. Nehmen wir kurz den Sammelpunkt noch mit. Aber gut, dass ich... Also, ich kann euch nur empfehlen, nehmt jeden Sammelpunkt mit, den ihr findet. You're mine now. Ah, my favorite. Und was ist das jetzt hier? Oh, ein Aufzug, lol. Noch tiefer runter oder was? Okay. Ach so, lol. Well, here we are. We made good time. Ja, aber da können wir noch nicht hin. Wir müssen die... Ja. Wir müssen erst die Ansehensstufe auf 4 kriegen. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, ich stehe dann nicht an gleicher Stelle, sondern suche mir den nächsten Ort aus für die nächste Quest. Und ansonsten danke fürs Reinschauen. Däumchen wären Träumchen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.